So, jetzt muss ich bloß darauf achten, dass man nicht sieht, dass ich keine Hose anhab, und dann kann es schon losgehen. So, hallo und herzlich willkommen. Heute zu unserer kleinen Review zur Wrap and Catch von den Iron Cowboys. Diese funktioniert folgendermaßen: Man befestigt zuerst einen entsprechenden Pin an seinem Markierer, die Catch an der Molleweste. Oder auch Gürtel, den man bevorzugt. Dann kann man das Ding hier schön einhaken. Dann hat man die Hände frei. Hat sie aber auch schnell wieder dran. Man muss natürlich auf die richtige Höhe achten, dass man dann das einen nicht stört. Ein bisschen aufs Gleichgewicht muss man gucken. Wenn man jetzt wirklich eine etwas schwerere Flasche hat, kann sie dann immer gerade hängen. Es stört etwas, finde ich zumindest. Aber wenn dann Magazin und Visier und alles dran sind, dann gleicht sich das schon wieder aus. Und wenn man eine leichtere Flasche hat, fällt es auch gar nicht ins Gewicht. Das Ganze ist auch sehr stabil. Das Ganze lässt sich dann auch relativ leicht wieder lösen. Man muss nur umdenken, man will aus Intuition immer nach unten drücken, zumindest geht es mir immer so. Man muss aber nach oben ziehen. Und dann hat man sie schon wieder in der Hand. Ein Problem, was mir dabei aufgefallen ist, wenn man jetzt in Hektik ist und es wirklich sehr schnell gehen muss, kann es passieren, dass man sich verhakt und dann kriegt man sie nicht gleich raus. Ist ja nichts Schlimmes dran, kann aber auf Dauer zu Problemen führen. Man kann halt wirklich sich auch mal verhaken oder auch wie jetzt hier. Wenn man es etwas zu hektisch eingehakt hat, auch, dass es da hängen bleibt, dann muss man dann erst wieder ein bisschen rückeln, dass man es rausbekommt. Aber das sollte sich mit mehrfacher Benutzung dann eh ablösen, weil sich dann ja hier alles schön abschleift, kann man sagen. Ich komme gleich zum Fazit direkt, mach mal heute schön kurz. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Es ist sehr stabil. Man muss sich dran gewöhnen, finde ich, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall eine super Sache. Man hat nicht immer so viele Gurte um den Hals, gerade wenn man noch einen Rucksack trägt, kann es sehr nervig sein. Ich freue mich schon darauf, das Ganze auf dem OBS zu testen. Hoffe, wir sehen uns da. Und ansonsten beim nächsten Video. Und tschüss.